Rebecca, beim Gipfel diese Woche in Brüssel werden die Staats- und Regierungschefs auch über die Europäische Energieunion reden. Was muss denn da rein, damit das überhaupt ein sinnvolles Projekt wird? Die Europäische Energieunion ist eigentlich eine super Idee. Die ist auch nicht so ganz neu. Wir als Grüne haben schon seit mehr als 10 Jahren immer wieder gesagt, die Europäische Union braucht eine gemeinsame Strategie zur Energieerzeugung, zur Energieversorgung. Die Europäische Union braucht ein Innovationsprojekt und genau das könnte eben die Energieunion sein. Was jetzt auf dem Tisch liegt, ist denn das dieses Zukunftsprojekt, das die EU braucht? Es ist genau nicht das Zukunftsprojekt. Das Problem ist, dass zu viele Männer, Politiker, europäische Technokraten, die im Denken von gestern verhaftet sind, sich dieser Idee bemächtigt haben und aus dieser Idee einfach nichts Gutes machen können. Die Gasabhängigkeit, die soll beantwortet werden, indem man neue Lieferverträge mit Ländern abschließt, mit denen man noch nicht so viele Verträge hat. Länder wie Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan. Ich finde, das ist keine vertraueneinflößende Alternative. Und Totgesagte leben länger. Die Europäische Kommission möchte auch der Atomenergie eine neue Chance geben und hat offensichtlich vor, das gesamte Beihilferecht im Energiebereich zugunsten von sehr teurer Atomkraft neu zu verändern. Was wären die Alternativen? Also was müsste da eigentlich rein? Wir wissen seit Jahren, dass wir auf den Klimawandel reagieren müssen, indem wir aufhören, fossile Brennstoffe, Kohle und Gas zu verbrennen. Wir wissen seit langem, dass Ressourcen, Energieressourcen, dass die auch begrenzt sind und dass wir weniger verbrauchen müssen. Daraus ehrgeizige, klimafreundliche Energiepolitik zu machen, das liegt auf der Hand. In den letzten Monaten, im Laufe des letzten Jahres, haben die Spannungen zu Russland zugenommen. Es ist ein Land, das viel Energierohstoffe, Öl und Gas, aber auch Kohle in die Europäische Union liefert. Wenn ein solches Land, ein solcher Petrostaat, ein Ölstaat anfängt, mit Ressourcen Politik zu machen, dann ist es höchste Zeit, die Abhängigkeit von Ressourcenimporten, von Rohstoffimporten von einem solchen Land, in diesem Fall von Russland, zu minimieren. Die Energieunion bedeutet ja, man macht was gemeinsam, zusammen. Im Moment ist es ja so, dass die meisten EU-Staaten mit Russland, aber auch mit anderen Lieferländern ihre eigenen Verträge machen. Müsste sich das auch ändern? Die Energieunion sollte gemacht werden, um erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Einsparung voranzubringen. Die Energieunion muss für das Neue, ja, für innovative Technik und innovative Entwicklung stehen. Und was man auch in der Energieunion machen muss, man muss seine Interessen, die europäischen Interessen gegenüber Russland lernen, gemeinsam wahrzunehmen. Dass bisher jedes Land für sich Geschäfte mit Russland gemacht hat, das hat sich am Ende gegen die Europäische Union entwickelt. Was hat denn eigentlich der Bürger und was hat die Bürgerin davon, wenn jetzt tatsächlich eine Energieunion kommt, auch im Sinne der Grünen? Warum soll mich das eigentlich interessieren, was die da in Brüssel sich ausdenken für die Energieunion? Ich glaube, dass das, was wir vertreten, also eine Energieunion, die auf Innovation, auf Erneuerbare und auf Effizienz und Einsparung setzt, dass die erstens Europa sicherer macht, dass wir weniger abhängig werden, dass wir gleichzeitig dann in diesen Bereichen viel mehr Jobs schaffen können, dauerhafte Jobs, als in den anderen Bereichen. Das ist oft genug gezeigt. Also wir haben da Möglichkeiten, Europa nach vorn zu bringen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum die Europäische Kommission an der Stelle dicht macht. Wie groß ist deine Hoffnung, dass bei diesem ganzen Projekt noch was Vernünftiges rauskommt am Ende? Ich setze meine Hoffnung erstmal ganz stark auf uns, auf die Grünen. Ich glaube, dass wir in dieser ganzen Auseinandersetzung tatsächlich diese treibende Rolle für das Neue, für das Innovative, für eben die Energiewende europäisch spielen müssen. Dafür ist diese Partei gemacht. Ja?
Ich sehe aber auch um die Grünen herum eben immer mehr wachsende Interessen, auch harte Interessen an dem, was ich mal die Klimaökonomie nennen würde. Also, dass man aus weniger mehr machen kann, das ist eben eins dieser Rezepte für die Zukunft. Und das wissen nicht nur die Grünen. Und ich glaube, wenn wir klug sind, dann stoppen wir dieses Rückwärtsgewandte in der Energieunion. Dankeschön.